Hallo, wie lange kopiert? Danke. Ich musste, hatte jetzt ein geringes Bedürfnis, so eine Robot-Dance zu machen bei der Musik. Nee, brauchst du nicht, Ludwig. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. After countless journeys, Mario has lost his purpose. He decides to make a track to rediscover himself, to find his Chi once more. Ja, das könnte ich auch mal machen. Part 1. Rixcroft Park. Welcome to Chi. This hack is enabled with autosave. Good luck, have fun. Das erinnert mich jetzt schon an Eldorado. Ist das nicht die gleiche Kombination von Musik und Background wie der erste, wie das erste Level in Eldorado? Ach, das ist keine Wand. Oh lol. Ob ich den da noch brauche? Da brauche ich den kleinen Schlawiner am Ende noch. Die Schweinebraten! Ich weiß auch nicht, das war so ein richtiger Rage-Schrei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Schweinebraten wollte ich ja gar nicht sagen. Wie soll das gehen? So? Was geht bei Barb eigentlich? Der ist nicht mehr so Mario-esk unterwegs, ne? Ist es sowas Endgültiges? Oder was heißt endgültig? Endgültig ja wahrscheinlich nicht, aber ist es... Der ist bei GDQ. Was macht er da? Grand Poo World? Er macht bei GDQ Blind Kaiser. Da wäre ich auch mal dafür, um ehrlich zu sein. Das würde ich auch mal gerne machen. Ey, cooles erstes Level. The water is a bit chilly. Avoid it at all costs. You can spin off bomb explosions. Ja, ist doch schön. Abwechslung ist immer gut. Wann kommt denn deine P86 GDQ-Bewerbung? Ich glaube, das interessiert die nicht. Hab den Hack Precision 86 bei... ne, ich hätte das mit... Also das kann ich schon mal sagen. Erstmal finde ich das nicht nett.
die Nachricht und ich kann sicher sagen, dass ich das nicht besser gemacht hätte. Oh nee, das geht nicht. Ah, okay. Oh, die Sau! Ich habe diesen Hack noch nie gespielt. Den hätte ich mit Sicherheit nicht besser gemacht. Also, gar nicht. Ganz weit weg. Ah, der Drop ist wahrscheinlich schlauer hier, ne? Ah, okay. Es sind irgendwie gepatchte Bombenexplosionen. Wie kann man so dumm sein wie ich? Ich frage mich sowieso, warum das keiner macht. Ich habe mich... Also, es gibt doch so viele Leute hier. Ich ermutige euch alle dazu, macht das mal bei Speedrandale. Das ist ja... Also, da kann ja jeder mitmachen. Da muss er ja nichts Besonderes für können, sage ich mal. Ich empfehle das jedem mal, das mitzumachen. Das macht Spaß, das ist cool. Und macht das. Also, gerade Kaizo. Das kann ja einfach jeder machen. Ja klar, sollte schon irgendein Spiel speedrunnen können, okay, aber... Ja, ja, ich weiß, Gizmo, deswegen kommen wir ja gerade drauf. Ich find's ja auch gut. Ups. Aber es könnten noch viel mehr machen. Warum das sowieso noch keiner gemacht hat, hat mich gewundert. Es kann nicht einfach jeder, nein, aber es gibt ja sehr viele Leute, die Speedruns machen. So ein Clay, den würde ich da sehen. Zum Beispiel. Okay, das ist jetzt irgendwie seltsam, finde ich. Okay, irgendwas brauche ich. Eine Bombe. Nice. Ja, auch in SMW. Abseits von SMW oder in SMW. Hm? Mach das mal. Das ist ein gutes Format, wo viele Leute hingucken. Und das macht... Ist das hier... Sind die roten Blöcke tot? Und das macht alles nur noch populärer. Brauche ich die wohl? Da nicht drauf stehen, ich Idiot. Nee, Dragon Dogma sagt mir jetzt erstmal nichts. Oder ist das nicht ein PlayStation 1 Spiel oder PlayStation 2 Spiel? Ja, Mann, das ist irgendwie immer noch so ein bisschen... Also die Grundidee wurde schon sehr häufig verworfen und wir basteln noch so ein bisschen rum und sind irgendwie noch nicht so richtig klar damit. Aber ey, kein Zeitdruck. Der Matthias hat auch massig zu tun. Es kommt. Irgendwie. Ich kann nicht darauf stehen, ne? Nein, ich kann nicht drauf stehen. Boah. Also ich finde die Deathblocks Katastrophe. Die assoziieren mit mir, bei mir im Kopf überhaupt nicht tot. Diese Blöcke hier. Hallo, ich habe auch seit heute FIFA 22, ne? Das ist nämlich im PS Plus. FIFA kommt nachher natürlich, ne? FIFA Viewer Games. Ey, was würde passieren? Ich würde gerne mal wissen, was mit der Zuschauerzahl passiert. Einfach for science. Ich würde sagen steigen. Ja, das meine ich jetzt gerade. Was würde passieren? Steigen oder sinken? Würden nicht... Also ich meine, FIFA hat ja auch eine... Hat ja schon auch seine Community und seine Bubble und so. Ich glaube auch, dass das vielleicht sogar nach oben gehen würde, weil viele gucken würden und denken, hä, wer ist das? Ey, das ist so schwer. Super Soccer auf McCade? Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe viele. Gebt mal Ausrufezeichen... Ey, ich bin zu blöd. Ich bin auch unkonzentriert. Gebt mal Ausrufezeichen Spiele... Spiele... Nee, wie ist es denn? Spieleliste? Weiß es gar nicht. Und dann geht mal oben FIFA ein, mit allen Systemen. Ich glaube, da sind schon einige FIFAs. Fiefen.
soll ich da oben genau? Einfach zu eng da. So baut man doch keine Disco-Shell. Wirklich. Also. Ein FIFA, zwei Fifen, oder? Boah, ist das scheiße. FIFA ist 8 weiblich. Nur mal, ja, okay, ja, ja. Ja, klar. Ja, so baut man keine Disco-Shell. Ja, das Level finde ich auch irgendwie krampig. Aber die Deathblocks sind wirklich der absolute Upturn. Dativ Plural ist Fifis, ne? Dann. Dativ Plural müsste dann Fifis sein. Was soll das hier? Was soll die Coin? Oh Mist, jetzt ist es richtig dumm. Brauche ich die? Was soll ich denn? Boah, so ein schön Ablativus Absolutus hätte ich mal wieder Bock drauf. Oder? Wer wäre dabei? Ein Abelabs. Wer wäre bei einem Abelabs dabei? Abends schön auf der Couch, ein Abelabs. Aber ein ACI, oder? Gefriernudeln, ACI nimmst du mit. Bei einem ACI sagst du nicht nein. Ja, okay, ein ACI ist auch geil. Coins für Platin? Ja, das kann sein. Mit den Münzen. Ja, natürlich. Vitus Exutus, Dankeschön. Mejuva Tevidere, Belia. Ave, Mejuva Tevidere, UBS Bitsus. IBS Bitsus. Ibi Bitsis sind. Sund. Ibi Bitsis sund. Okay, schönes Level. Morgen, nächster Stream nur auf Latein. Nächstes Subgo Latein Stream. 3000 Subs. Da muss ich aber erst nochmal mein Roma B1 Buch rausholen. Lorem Ipsum. Das ist das Photoshop-Ding. Das Adobe. Die Adobe Platzhalter. Latein Stream und dann FIFA. Ja, das würde passen, finde ich. Das wäre eine schöne Kombination. Einen schönen FIFA-Stream, aber auf Latein. Kann es sein, dass ich der erste Latein-FIFA-Streamer der Welt wäre? Ich auch, Kirby. Das wird ja wohl einfach nur geil. Der erste und der letzte. Ey, hallo? Was für ein Pilz? Be wary of crumbling bridges and blocks. Stay small when possible.
habe kein Wasser mehr. Alter, bist du bescheuert? Alter Schwede. Wie soll ich denn das machen? Nein, ich bin so dumm, ich brauche ja auch gar keinen Pilz. Wie Leier, danke schön. Alter. Ey, Cave, ich danke dir wirklich sehr. Nein, du sagst mir jetzt, ob Cave oder Caveo. Ich denke, weiß es ja niemals. Komplett krank. Vielen Dank für heftigen Support. Wie Leier, danke für 5 Bits. 5 Subs. Lul. Ja, der Witzka. Sechs Monate. Wow, schon 6 Monate. Danke für die tolle Unterhaltung. Wie man spricht, ja, Englisch ist doch Quatsch. Es kommt gleich einmal ein Troll. Ein Trollstein kommt gleich. Jetzt. Nein. Was will er von mir? Ja, komplett krank. Wirklich irre. Dankeschön. Solider Support, würde der Hype Train sagen. Grimelli! Ey, irre, Alter. Es ist wirklich so krank. Dankeschön für 14 Subs, Grimelli. Alter. Danke für eure Großzügigkeit. Heute komplett krank. 50 schon. Und jetzt 6. Was geht ab? Danke, 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 danke. Nee, kein 3K Latein-Stream. Ich hoffe, das war jetzt kein Trigger. Ich kann's nicht. Das ist nicht im Rahmen des Möglichen. Lol. Wie finden wir denn so ein Sand, so ein Treibsand-Level? Hä? Irgendwie geil. Ey, warum machen sie das? Hau den Lukas! Das geht ab, ey. Hau den Lukas, danke für 23. Also, du treibst dann, ist super. Ey, vielen Dank. Oh mein Gott, ey. Solider Support, ich sag's ja. Jetzt schießt er dreimal, der Sausack. Hey, Jimpanse, Alter. Dankeschön. Jimpanse 98 giftet 5 Subs. Jimpanse, danke für 5 Subs. 12 Monate. Also dieses Randomne ist halt schon dumm. Ach, jetzt muss ich groß sein. Ist doch wohl ein Witz, oder? Oh, oder ist das der Cheese? This section is enabled with sticky hands. You can still drop items when you get a power up or take damage. Sehr gut. Oh nein. Der Fatzke.
6 HP. 9 Monate. Okay. WW Dragon, mein Prime Sub für 6. Ey, vielen Dank auch dir, WW. WXW Dragon. Dankeschön. Und Luffy, danke für den 9. Das ist nicht Becker Peter, das ist Grumpy Mask. Also das Level hat mir gerade eigentlich ganz gut gefallen, aber es passte bis jetzt nicht so in den Hack. Das ist mir auch jetzt zu langsam. Hier will man jetzt nicht so häufig sterben. Cave. Nerd. Boah, Alter, das ist jetzt aber schon... Das aber nicht ohne. Also das ist ekelhaft auf dem scheiß Beetle. Vielen Dank, ey. Ah, Alter. Vor allem, wenn du das hier immer wieder machen musst. Du kotzt ja richtig ab. Retro-Spielladen in Köln, ja. Da war ich schon mal. Der Typ, der... Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Der ist doch auch immer auf allen Börsen und so. Der Typ ist überall. Schöner Laden. Voll. Gibt's auch echt seltene Sachen, aber Schnäppchen macht man da natürlich jetzt nicht. Meiner Meinung nach. Das Level ist cool. Das mag ich. Das davor war irgendwie meh. Ich mag halt nicht diese super lange Wartezeit am Anfang. Okay, boah. Okay. Hä? Jump King habe ich noch nie gespielt, ne? Nach oben halt. Oh, Zelda Sound. Cooles Level. Ne, ich suche keinen Nachmieter. Überhaupt nicht. Kleines Ende. Ich mochte das. Also das Level fand ich auch geil. Nur dieser super lahme Anfang. Nicht so. Baphomet, danke für den 5. Monat. Kaffeeatem, danke für 22. Make sure to clear each sprite from these individual rooms and survive the journey up. Okay. Ich musste mich festhalten, ja. Das ist schlecht. Das wäre im Prinzip auch was Schönes für Ninji, ne?
dachte, die geht da kaputt. Kriegt denn die Shell weg? Drei Stunden bis Essen mit dem Auto. Wie lange fährt man von Essen nach Amsterdam? 2? Ja. Ich bin für jede Standart bereit. Ach, das Sprite muss auch noch weg. Jetzt verstehe ich. Ah, okay, cool. Dingo. Ich habe auch vorgesorgt und 2 Hotels schon gebucht. Auf schlau nämlich. Okay, dieser Fisch muss... Den brauche ich. Kommen Sie mit. Das war dumm. Nee, 2 Hotelzimmer. Eins storniere ich noch. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich für die TwitchCon lieber... ein Hotel buche in der Innenstadt, weil man da nachher ja noch irgendwas Nettes macht. Oder in der Nähe der Messe. Da war ich mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich beide gebucht. Du kannst ja easy stornieren. Auf schlau nämlich. Ja, beides geht gut. Aber ich denke eher so, die Messe, da bin ich ja eh... Oh mein Gott, da bin ich ja eh tagsüber. Und abends ist ja eher interessant, wenn es dann Richtung Hotel geht. Dass man dann, wo man irgendwo noch wo ist abends, wenn man unterwegs ist in der Innenstadt oder so, dass man dann nicht weit zum Hotel hat. Und so von der Messe ist mir ja eigentlich wurscht. Da ist man ja eh den ganzen Tag. Das war so mein Gedanke. Residenzensuite. Ey, geiler Begriff. Boah, Alter, okay, das Level nervt mich sehr. Ja, die Idee ist cool, ja. Und das als Ninji, weil, also das Konzept finde ich gut. So schnell wie möglich alles auf dem Screen entfernen, ist halt auch ein lustiges Ninji-Konzept. Bin ich mir sehr sicher. Okay, was ist da? Eine Säge? Die muss zerstört werden, ja. Okay, wird sie ja so. Dann haben wir den da. Dafür brauche ich die Feder. Und was mache ich dann damit? Wer die durch den meisten der Hexen durchgespielt hat. Ich weiß nicht mal, wie viele ich durchgespielt habe. Oh, Baby! Wie cool ist denn das Level, bitte? Also der Part. What?
Sehr nice. Am Freitag habe ich eine kleine Ankündigung. Jetzt, was heißt freuen? Ganz nett wird es. Fridato. Port 8, Tofuguava Tundra. Oh nein. Wieder diese nervigen. Nein, du kommst einen weiteren Hundi, wer freut sich da? Oh, ich dachte, der fliegt zurück. Bohnen. Bohnen sind schlimmer als Pinguine. 14? Nee, Fall. Jetzt gleich kommen drei dazu, denke ich mal. Sekundos, 22 Monate. Danke für den immer wieder schönen Content. Scheiße. Das ist komplett scheiße. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Hä, das kann doch nicht sein. Alter, was ist das? Oder? Das ist doch nicht dann 4 Wochen her. Das kann doch nicht sein. Ich habe immer... Ja, aber das ist ja scheiße. Das ist ja kompletter Müll. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, das hätte ich in einem Stream machen können. Also, das wäre ein Tag weg und dann wäre das Spiel genauso weit. Es ist Müll. Da müsste man sowas wirklich machen. Das Spiel wird gezogen und dann in der Woche wird es durchgespielt. Langes Spiel, glaube ich. Ja, aber ich muss mir was überlegen. Das ist ja Mist so. Wie cool. Jetzt fällt mir das erst auf. Ey, es fällt mir jetzt erst auf, nachdem ich so lange schon in dem Hack bin. Das Ende eines jeden Levels zeigt schon den Style des nächsten Levels. Boah, die Musik, ey. Gib doch endlich Silksong, ja. Wie war das? Laut Synchronsprecher sind die Arbeiten für Silksong beendet oder so. 60 Monate. Guten Morgen. No, wieso? Guten Morgen, der Running Gag. Ja, gar kein. Also, ja, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Was gibt's zum Frühstück? Ah, Hornet-Sprecherin ist fertig mit ihrem Part. So war's, okay. Ja, dann. Dann gibt's so Hörner. Mein Herz! Boah.
Ich Dummkopf. Trek to Yomi übermorgen hier. Das auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Trek to Yomi, da bin ich so gespannt drauf. Das kommt auf jeden Fall am Donnerstag. Ach, das ist so ein kurzes Ding, Dingo. Ja, okay. Das ist ja mega geil. Okay, dann spielen wir das einfach am Dienstag durch. Auf entspannt. Am Donnerstag. Nee, dann wurde kein Baustream. Entspannter Boss. Ja, dann lieber Salt and Sacrifice, glaube ich. Ayurian Chronicles ist ja noch nicht das richtige Game, sondern eher so ein Platforming-Prequel oder sowas. Ayuden, wie auch immer man es ausspricht. Wow. Weiß ich nicht. Wie gut spielt sich das im Koop? Ist es so ein Souls-Koop oder kann man das wirklich gemeinsam spielen? Ach, ich dachte, das ist eine, die nach oben fährt! Cooles Level hier übrigens. Hey, okay, ich hab ein, zwei Ideen. Wow, okay. Du hast noch nie was von Salt and Sanctuary gehört, Kapostel, aber du bist doch ein Salt-Fan. Ah, dann solltest du dir das mal angucken, weil das war wirklich geil. Das sieht aus wie so ein Flash, wie so eine Flash-Animation aus den 00er Jahren. Wie sagt man dazu eigentlich? Aus den 2000ern? Ja. Hallo, die Sau. Wie soll ich denn da durch? Hä? Fällt die runter, sobald ich springe von der Plattform? Ja, ne? Ah, okay. Habe ich jetzt erst geschnallt. Hä, das ist ja mega cool. Wow. Newgrounds Browser Game. Ja, es sieht wirklich so aus. Okay. Verstanden. Ey, super cooler Hack hier. Also ich glaube, den kann man mal immer mal wieder spielen. Cool, aber das ist doch eine schöne Sache für nächste Woche. Salt and Sacrifice und Trektotremi, wie auch immer es heißt. Schön in einem Stream einfach durch. Und das ist doch cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hätte ja auch mal wieder Bock. Also, ich weiß ja nicht, wie es ist, aber ich hätte auch mal wieder Bock auf einen Speedrun, das nicht Mario ist oder Zelda oder so. Auf ein modernes Spiel. Super cooles Level. Traktor Tommy? Ja, okay. Traktor Tommy heißt es, okay. Na klar, sie Mario. Die habe ich alle hier auch gespielt im Stream. Jedes einzelne.
Wieso kann ich da nicht hüpfen? Ich kann nicht springen. Es gibt keinen. Ja, es gibt. Okay, es gibt keinen Spin-Jump hier. In diesem Level. Einfach frech. Geiler Sound irgendwie, wo ist der her? Da kommt noch eine zweite. Ballert nicht die Rübe weg, aber der gefällt mir. Gefällt mir aber trotzdem. Das, boah, das klingt sau nice. Hast dich verändert, alle sagen das. Ach, da kann ich ja drauf laufen, nicht Dummkopf. Boah, wo kommt der denn her? Was ist das für ein Kultlevel? Oh! Nee, no spin jump. Sonst wäre das Level sehr, wirklich sehr dumm. Muss da in die Mitte, ne? Wahrscheinlich. Uff. Ey, wie geil ist der Song? Ich will ihn jetzt immer hören in meinem Leben. Mega! Mega! Andere Seele, moin! Heck zum Runnen? Pff. Ich glaube jetzt nicht. Ist das nicht das letzte? Part 12. Hä? Chief Fortress, okay. Hier hätte ich mir noch Scroll im Background gewünscht. Ganz langsam. Mist.
Uff, okay. Ich Dummi! Ich hasse mich! Ich dachte, der geht nach rechts. Zwei. Ja, ich come on. Ich möchte kein P-Speed. Cool. Lol, wo kommt die denn her? Warum ducke ich mich eigentlich immer wie so ein Clown, ey? Oh, vier, wie viel gibt's denn hier noch? Meine Fresse. Weil du so kultig bist. Wohin denn? Und dufte, ja, gut. Gangmack, danke für 100 Bits, weil du so kultig bist. Dankeschön. Kill die alle, oder? Bin dumm. Ach komm, verschwinde. Cool, aber geil. Kick mal. Ja, ich brauch auf jeden Fall den Nupilz. Cooler Hack. Oh, was hat er denn für ein Geschoss? Warum braucht dieser Boss 6 Trilliarden Treffer? Jimmy Jimbo, danke.
Ja, genau. Okay, klar. Alles klar. Schneller als das Licht muss ich sein. Hä? Ach, mein Gott. Nein. Hä? Junge, wie? Das ist aber todesknapp. Das kannst du... Okay. Schi. Geiler Hack. Geiler Hack. Geiler Hack. Wenn da nicht Eldorado steht, dann weiß ich auch nicht. Warum steht denn da nicht Nemesis? Warum steht denn da nicht Nemesis? Nemesis. Ja, Inspiration, Nemesis. Locker. Nemesis. Nemesis! Jimmy Jimbo, danke für 48, habe ich das gesagt? Vielen Dank. Nemesis. 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 Cooler Hack. Auch schöne Credits eigentlich, ne? Ach ja, schön. Nemesis. Der hier heißt seine Ex-Freundin Chi, Curry Karl. Chi und mit Nachnamen dann auch Karl, so wie du. Also Chi Karl. Okay. Hast du Super Mario World Central Production 2 dir mal angeschaut? Was ist das? Ne. Chi Bong, oh Gott. Was ist das? 10 Jahre Entwicklung? Das ist aber schon auch länger. Exits Non-Kaizo-Hack. Also das bessere Mario World, oder was? Und von wem? Von mehreren Leuten? Aber wirklich cool. Was ein cooler Hack. Und da sieht man mal auch ohne Overworld geht's gut, klar. Obwohl das natürlich schon einen Hack noch richtig viel mehr Persönlichkeit gibt.